Vertrauen, hoffen wir das Beste. Vertrauen in die Götter und Vertrauen an euch, Zulamin. Also gut, solltet ihr noch etwas von mir brauchen, ihr wisst, wo ihr mich finden könnt, alles Weitere dann. Nun, wenn es weitere Dinge gibt. Damit verabschiede ich mich von euch und ich freue mich, dass ihr mich per Brief verständigt habt. Bringen wir so dann doch die Wahrheit zutage. Ja, ich bin sehr froh über diese sehr fruchtbare Zusammenarbeit. Rafim, ich würde euch an meiner Stelle auch einen Heiltrank anbieten. Ich gehe allerdings davon aus, dass ihr diesen nicht nehmen werdet. Ja, wir sind schon schwach genug. Wir sollten uns nicht noch schwächer machen, als wir eh schon sind. Ich bin kurz davor, ihm einen Bären ins Essen zu mischen. Aber mir macht ihn nützlich und hilft mir hoch. Ach, nun komm schon Obwohl, hoch. nein, schneid sie einfach raus. Oh ja. Ja, er geht aus der Tür, ohne eine weitere Verabschiedung und schließt die Tür da wieder hinter sich. Die Schritte entfernen sich und ihr seid wieder alleine. Gut, wenn er gegangen ist, dreht sich Zulamin zu der Rafim-Abelmir-Szenerie um. Das Problem ist ja nicht, dass er zu lange braucht, um zu heilen. Das Problem ist, dass immer noch Unmetall in ihm steckt. Habt ihr euch Ja. jetzt entschieden, was der beste Weg ist, das zu entfernen? Ihr sollt ihn noch einmal aufschneiden. Ich denke, wir sollten Rafim entscheiden lassen. Schließlich hängt sein Leben in der Sache dran. Was auch immer Abel mir entscheidet, halte ich für eine gute Idee. Wir sollten nicht aufschneiden und dieses Stück Unmetall herausholen. Ja, dann hol deinen verdammten Dolch und sitz nicht so nutzlos da rum. Danach müssen wir dich allerdings magisch heilen, weil die Ja, Wunde das wäre sollten zu wir tief. vermeiden. Die Wunde wäre zu tief, wir würden verbluten sonst. Naja, wie groß schätzt ihr es ein, dass ich verbluten werde? Also habe ich Chancen oder nicht? Es ist dieselbe Kugel, die euch umgebracht hat. Also ihr sagt, ich könnte es schaffen. Sie sind sehr tief im Sorry. Gewebe drin. Ihr werdet es auf normalen Wegen nicht schaffen. Auf jeden Fall, du schaffst das ganz bestimmt. Da muss man eben Arroganz würfeln in einem Moment. Na, Co. hat mich nicht umsonst gesegnet. Schneid mir die Scheiße raus. Nun gut. Ich werde die Operation soweit vorbereiten. Ich werde dazu natürlich auch unseren Schiffsärzte fragen. Aber in ein paar Stunden sollte ich soweit sein. Nun, aber du wirst das schon unter Narkose machen, oder Rafim? Naja, ich bin ja kein Freund davon, mich zu wiederholen, mein Bruder, aber wir sind schon schwach genug. Wir sollten dich trotzdem befestigen. Ja, das halte ich für eine gute Idee. Nun, ich werde von Angrosminia ein paar, nun ja, Lederstreben anfertigen lassen, die euch halten sollten. Euch ruhig halten sollten in diesem Fall. Vielleicht eher Ketten in seinem Fall, Nun, ich denke, seinem Zustand dürften dicke Lederstreben reichen. Also ich habe wieder 18 Lebenspunkte. Also ich sehe gar nicht so schlecht. Aber nur mich. zwei Brustwunden und eine offene Wunde. Aber es geht ja nicht darum, deine Brustwunden zu behandeln, sondern das Ding, das dir drei Brustwunden gemacht hat. Ja, ein bisschen Schwund ist immer. Und da fiel mich aber alles getan, was ich tun konnte, um euer Leben wieder zu erhalten. Alle Entscheidungen von hier aus sind die euren. Ja. Verdammte Verschwendung meiner Kunst. Kommt einfach in 2 Stunden zum Schiffsarzt, dann habe ich alles vorbereitet. Ja, aber mir, du sprichst so mit mir, als könnte ich alleine aufstehen. Ach, nun kommt schon her, du dickes Ding. Ich reiche dir den Arm und zieh dich hoch. Ich probiere es zumindest. Ja, ich würde mich hochziehen. Du warst auch schon mal einfühlsamer. Ja, aber du magst es doch, wenn es etwas härter zugeht, nicht wahr? Wo du recht hast. Aber mir, du hast eine Frau. Das hat doch damit nichts zu tun. Wieso stellst du das in deinem sexuellen Kontext jetzt her? Flamin grinst. Es geht nur um die reine Freundschaft. Ach, das verstehst du nicht.
Hause Rodrigo, ihr habt tief in den Abgrund des Baurajanismus geblickt und die dunklen Geheimnisse ihm abgerungen, mit denen ihr die Lebenden wieder zum die Toten wieder zum Leben erwecken könnt. Aber nein, vielen Dank, ich wähle trotzdem den Tod. Ich bin nicht völlig überzeugt von dieser Vorgehensweise, aber die Kugel kann auch nicht in seinem Körper bleiben. Ich habe Geschichten gehört von Unmetallstücken, die sich langsam Stück für Stück hindurchgefressen haben und am Ende doch noch ihr Ziel gefunden haben. Nun wollen wir hoffen, dass sie nicht zerbrochen ist. Wir wollen wir hoffen, dass Abelmir ein besserer Chirurg ist als Magier. Naja, ich habe einen Vorschlag. Ich werde einfach die 2 Stunden vorher beten. Eine exzellente Idee. Waffelzone war bei euer Ableben direkt mit einem Mangel an göttlicher Hingabe verbunden. Ihr habt recht. Ja, ich werde mich jetzt sehr langsam in Richtung des Tempels bewegen. Falls sich jemand meine Operation anschauen will, da ist ja bestimmt auch Platz für die anderen, oder nicht, Abelmir? Wir können keine Zuschauer brauchen. Nur das wichtige Fachpersonal wird dort sein. Ja, Kapitän, ja, falls ihr mich entschuldigen würdet. Ihr könnt mich ja bestimmt auch außerhalb des Raums schreien hören, wenn ihr euch einfach vor die Tür stellen wollt. Ich kann ein Silenzium wirken. Das wäre wenig hilfreich für mich. Vor ganz oft, der Korasmold ist hier bei uns, richtig? Oder hat den Korasmold? Genau. Also Korasmold ist unten bei euch im Gefängnis. Als einziger noch. Die anderen sind abgeholt und aufgehängt im Hafen. Kapitän, ja, wenn ihr mich entschuldigen würdet, ich werde einige Untersuchungen anstellen, wie der Einsatz des Lähmungsgiftes auf sich auf die Physiologie des Opfers ausgewirkt hat. Um Nebenwirkungen zu vermeiden. Ihr versteht. Und ich gehe mir das Büro von Olemarix anschauen. Naja, Boltax, ich glaube, du solltest dem Grafen erstmal ein paar Minuten geben. Der muss die erstmal alle festnehmen. Ja, natürlich. Nach eurer Operation gehe ich mir das Büro anschauen. Aber mir hat ja gesagt, er braucht das Fachpersonal hier vor Ort. Das klingt vernünftig. Und wenn die anderen alle so gehen, würde ich Boltax irgendwie noch kurz aufhalten und ihm zuraunen. Ich setze darauf, dass du dich über seinen Willen hinwegsetzt, wenn das wirklich schiefgehen sollte. Natürlich. Deshalb bin ich dabei. Jo. Rias, lieferst du jetzt nach zum erstmal zum Arzt gehen, zum Schiffsarzt? Und erstmal soweit vorbereiten, die Instrumente vorbereiten, also desinfizieren etc. Ja. Dann würde ich nochmal zu Angroschminia gehen und entsprechend am Tisch, vielleicht, also dass die da Lederriemen anbringt über seine Hände, seinen Brustkorb, seine Füße, dass er jetzt mal unter den Kopf vor allen Dingen, dass er ruhig gestellt wird. Meint ihr wirklich, dass Leder reicht für Rafim? Ich könnte euch auch diese Ketten hier geben. Nun, er muss ruhig gestellt werden. Stellt das sicher. Naja, also. Aber mir möchte nur nicht dabei erwischt werden, wie einem anderen Mann eine Kette kauft. Gib's zu. Nun, macht was ihr glaubt, was wichtig ist, was richtig ist. Also ruhig stellen kann ich ihn mit den Ketten nicht so, aber ich kann dafür sorgen, dass er da nicht rauskommt. Vielleicht sollten wir beides nehmen. Die Ketten, damit er nicht rauskommt, und die Lederriemen. Und damit er sich nicht allzu stark bewegt, hoffentlich. Ja, dann bekommst du einen Tisch von Angroschminia und die Operationswerkzeuge von den Terponitinnen. Wo willst du operieren? In seinem Zimmer? Beim Schiffsarzt. Das ist wahrscheinlich alles vorbereitet. Die Gegend, die Umgebung ist wahrscheinlich relativ steril. Ebenso der Tisch, vermute ich mal. Und auch die Instrumente, und da ist auch viel mehr Platz irgendwo. Ja, gut. Flamin geht in die Kapelle beten dabei. Ich würde davor gerne ein Humus Elementar rufen, nur zur Sicherheit. Ja, hervorragend. Das ist eine Machst gute du das Idee. So, dass ich das mitkriege? Nein, okay. Natürlich nicht. Ich bin noch nicht blöd. Ich kann dir gerne einen Beschwörungskreis zur Verfügung stellen. Machst du das im Hafen oder wo? Ja, ich würde das nicht auf dem Schiff machen, sondern ich würde halt Hafen irgendwo, wo es Mist taucht. Viel Erde.
legit Misthaufen. Also ich wollte gerade sagen, weil alles andere ist ja auch aus Stein, also Stein abgedeckt. Misthaufen ist halt schlechtes Element, aber wäre also Humus. Genau, es ist ja mehr als die zehnfache Menge des Elements vorhanden. Mache ich schnell meinen elementaren Diener. Also das ist praktisch an den Dienern, die brauchen da nicht viel Stuff. Nee. Ich meine, außer du willst irgendein Feuerelement haben, wahrscheinlich, da bist du immer in der Bredouille. Ja, das ist richtig. Und dann gucken wir noch. Ja, auch das ist gelungen. Alles klar. Dann habe ich einen. Ich nehme mir die ASP ab. Hast du zusätzliche Dienste beantragt? Nein, ich will nur die heilen. Ja, gut, da hast du einen. Dann bildet sich vor dir so ein kleines Strohpüppchen, würdest du fast sagen, aus diesem ganzen Heu und dem Mist. Und aus Pferdeäpfeln wird dann der Kopf geformt. Hallo, mein Kleiner. Ich würde dich bitten, für eine Weile an meiner Seite zu wohnen, in diesem schönen Ring hier, und ebenfalls einem Freund von mir zu helfen. Dem geht es gesundheitlich nicht ganz so gut. Das kann ich machen. Das ist meine Aufgabe. Oh, vielen Dank. Ja, und dann lasse ich ihn in meinen Ring. Du bekommst den Nachteil schlechter Geruch. Alles gut. Den habe ich eh schon. Stoll Nummer 5. Stoll Nummer 5. Okay. Dann habt ihr für den Notfall einen Humus Elementar. Einen Diener, ne? Elementar. Moment, hast du den Dienst für die Bindung geworfen? 17. Nein. Oder nicht? Also das war die Bindung, einfach nur, das war dann, jetzt... Warte, genau. Ist die Bindung von Elementaren genauso schwer wie die Bindung von Dämonen? Denn Dämonen hassen es, an einem Objekt gebunden zu sein. Nein, okay, die lade ich ja ein in den Schlangenring. Also ich muss sie nicht da reinzwingen, ansonsten hätte er halt auf meiner Schulter geschillt. Ach, der Ring ist separat. So, das ist keine echte Bindung. Ja. Ich verstehe. Vor allem wird er ja jetzt auch nicht tagelang da drin sein, sondern er macht das heute. Ja. Bindung ist bei Dämonen immer eine glatte 9. Deswegen habe ich gefragt. Aber gut, die Elementare sind anders. Gut. Ja, okay, Zulamin betet. Serpentilio? Du wolltest hier Koras Maul angucken, oder? Ja, Rondrigan wird natürlich hier, sagen wir, die Versuchsmethodik unterlaufen haben, aber trotzdem untersucht Serpentilio den Koras Maul auf Nebenwirkungen bzw. Wirksamkeit des Lähmungsgiftes. Zum einen halt, um auszuschließen, dass es in Wahrheit auch den Leuten irgendwie schadet. Zum anderen, um vielleicht Hinweise auf Verbesserungen der Wirksamkeit erhalten zu können. Also erfolgreich das jetzt noch ist. Ich weiß nicht, ob der den vermöbelt hat oder whatever. Nee. Davor war ja auch noch ein Handgemenge. Erbemir hat ihn vom Dach getreten. I don't know. Genau. Also, was dir als erstes aufgefallen ist, auch während des Transports, ist, dass er stocksteif war. Beziehungsweise stocksteif wäre. Seine Muskeln sind es zumindest. Nur seine Knochen haben diesen Sturz nicht ausgehalten. Sodass seine Muskeln gerissen sind und sein Knochen dann gebrochen ist, als er dann vom Haus getreten worden ist. Und mittlerweile sind seine Muskeln so sehr erschlafft, dass er sie nicht mehr benutzen kann. Jetzt ist also genau das Gegenteil eingetreten, sodass er sehr, würde ich sagen, labbrig ist. Er ist bei Bewusstsein, die gebrochenen Knochen existieren halt immer noch, aber er kann halt auch seinen Arm oder seine Beine, seinen Kopf aktuell nicht heben. Er ist also wohl immer noch grob 2-3 Stunden nach diesem Überfall immer noch unter Wirkung des Reiherschwamms. Also quasi Leichenstarre im Schnellverfahren. Genau, die Leichenstarre würde dann nach grob 12 Stunden anfangen und dann auch irgendwann wieder aufhören. Und wenn die aufgehört hat, dann bist du ja auch immer weich, sag ich mal. Interessant. Es wird natürlich alles so gut wie möglich sauber dokumentiert. Und dann, that's it. Gut. Und dann geht Serpentino irgendwo hin, wo er nicht in der Nähe des Operationsraumes ist, denn wir gar nicht erst in die Versuchung kommen, da jetzt nochmal reinzugreifen. Wenn Rafim freiwillig in den Tod gehen will, soll er es tun. Ja, dann überlegst kurz, ob du in dein Alchemielabor gehst, aber direkt auf der anderen Seite wäre ja der Schiffsarzt. Dementsprechend wirst du dann höchstwahrscheinlich dich irgendwo vorne bei den Zimmer Frauen und Männern herumdrücken und da im Weg stehen. Am Hafen nach Krabben. Oder im Hafen nach Krabben suchen. Nach Krabben mit einer seltsamer Färbung. Gut, dann kannst du auf Angeln würfeln.
Nee, nee, unter den Händen. Also unter den Fischhändlern. Unter den Fischhändlern. Unter meinen Angelkrabben. Ich muss ja einen Korb fangen und so. Nachher einfach nur, ob da irgendwelche Wirt aussehen, die man für irgendwelche Tränke benutzen kann. Weil man braucht das Blut einer blauen Krabbe oder so für einen Events-Trunk. I don't know. They don't care. Okay, ich dachte, du wolltest selber danach suchen. Nee. Dafür, was nee, dafür hat man Leute. Ist ja richtig. Gut, dann bist du unterwegs. Leute, die ihr gefangen genommen habt, die sind bereits auch aufgehängt und denen fehlt auch jeglicher Sauerstoff, sodass die auch blau angelaufen sind. Aber das sind leider keine Krabben. Ja, Zulamin... sagt... Ach, noch Lebewesen. Zulamin betet. Möchtest du das regeltechnisch tun oder einfach nur so? Also ich will keine Liturgie wirken, weil, also ich glaube, so weit sind wir noch nicht, aber Zulamin betet halt dafür, dass die Götter Rafims Leben retten. Gut. Dann gehen wir zum Schiffsarzt. Die beiden Terbonitinnen haben dir das Werkzeug gegeben zum Operieren. Das ergibt dir eine Erleichterung von 7 auf Anatomie und Heilkunde Wunden. Ich würde auf mich vorher noch ein Attribut, und zwar in der Variante der Fingerfertigkeit wirken. Das lassen wir bei Zeit. Ja. Um jetzt das Hölleneisen rauszuoperieren. Erstmal um die Wunde zu öffnen, also den Brustkorb zu öffnen, an einer sehr schmalen Stelle. Man muss vorstellen, ein sehr großer, schmaler Schnitt, aber war ja auch ein Herzschuss, ne? Das heißt, du willst jetzt am offenen Herzen operieren, nicht nur mit irgendwas, sondern halt mit Hölleneisen. Ja, ich will erstmal deine Oberfläche abtasten, also der Spruch ist gelungen, der Attributum. Ich will einen kleinen Schnitt setzen. Und dann mit einer Motorikus dieses Geschoss heraus manipulieren. Oh Junge, Alter. Kann ich Abel mir eine Erleichterung geben, wenn ich mir Karma abstreiche? Ein Punkt Karma ist eine halber Punkt Erleichterung. Also ich gebe dir entweder auf den Motorikus oder auf die Anatomie gebe ich dir eine plus 21. Denk dran, dass du beim Motorikus vermutlich Komponente Sichtweg modifizieren musst. Ich sehe ja die Kugel, die auf der... Da wird alles voller Blut sein, ich glaube nicht, dass du die siehst. Ist eine Telemanipulation, da muss man nicht unbedingt sehen und kommt auf... Deine Repräsentation sieht Sicht vor. Du kannst mir nicht kommen, da muss man nicht unbedingt sehen. Gut, dann müssen wir den Schnitt weitermachen. Dann muss er halt größer sein. Okay, Zulamin, wie viele Punkte gibst du? Ein Punkt Karma ist ein halber Punkt Erleichterung. Ja. 20. 20, dann kriegt 10 Punkte. Kriegst sogar noch einen 11. Punkt geschenkt. Dann ist es eine Anatomieprobe, erleichtert um 7. 10 Punkte auch nochmal erleichtert, aber plus 21. Ich probiere gerade meine Fingerfertigkeit zu ändern, ich kann es gerade nicht. Sekunde. Oh. Kannst aber auch einfach ganz normal würfeln. Ja, ich wollte eigentlich die Fingerfertigkeit erhöhen. Ja, ja, dann sag mir, wie hoch die Fingerfertigkeit ist und dann kannst du dann 6 Punkte auf 18 ist hier. Auf 18, alles klar. So, jetzt eine Anatomie plus Anatomie. 21. Sollte damit aber auch möglich sein. Schauen wir mal. Ist ja nur plus 4 dann am Ende. Mir kostet halt auch Zulamin viel Mana, viel Karma-Punkte, ne? Ist richtig. Ja klar, aber das ist was Zulamin wichtig ist, also... Ja, ich würde das nicht ausgeben. So, 21, Punkte. Dann aber minus 7 für das Werkzeug und minus 11 für das Karma und dementsprechend mit einer erhöhten Fingerfertigkeit dann auch gut gelungen. Genau, ich hätte noch Fingerfertigkeit von 18 statt auf 12. 12, genau, ja. Und jetzt würde ich, wie gesagt, wenn ich die Schnittwunde soweit geöffnet habe, würde ich meine Hilfskräfte bitten, sozusagen das Blut abzusaugen, abzutupfen in irgendeiner Weise. Ich weiß nicht, ob ja, sowas tupfen. Gibt schon. Tupfen. Ja, saugen gehe ich nicht. Tupfen. Und dann würde ich einen Motorikus wirken, und zwar in der Variante Telemanipulation, das ist eine plus 2, um diese Kugel ganz vorsichtig, ohne groß weiteren Schäden zu verursachen, aus dieser Wunde herauszuheben. Wir auch Zeit lassen, also es wird plus 2, minus 4, also eine Erleichterung. Wie lange dauert das mit deinem Zeit lassen?
Der Typ war das Herz offen, du lässt dir erstmal Zeit. Fünf Aktionen, wenn ich mir Zeit lasse, okay, lass mir keine Zeit, das Quatsch. Die 10 Aktionen, das sind viel vielleicht. Sollte ich eigentlich mal eine Selbstbeherrschung würfeln? Der Mann hat mir gerade einfach die Brust bis zum Herz aufgeschnitten. Ich meine, ich habe mich ja nicht betäuben lassen. Wie kommst du eigentlich durch die Rippen durch? Du kriegst wieder die dritte Wunde, ne? Ja, das ist mir klar, aber soll ich eine Selbstbeherrschung würfeln, dass ich nicht komplett dabei ausrüste? Ja, dann würfel deine Selbstbeherrschungsprobe. Ich glaube, du würfelst eher Selbstbeherrschung, ob du ohnmächtig wirst. Ja. No, seriously, wie kommst du eigentlich durch die Rippen durch? Wir brechen müssen, nämlich. Naja, gut, Rippenspreizer. Dass die Kugel da reingegangen ist, wird die Rippe vermutlich schon weggebrochen sein. Also, die Rippe ist auch nicht zugewachsen. Es ist ja nur das Herz, was wieder angefangen hat zu schlagen. Okay, stimmt. Mit der Brandbronze drin. Also, es war keine Heilung. Es war einfach nur ein, du bist nicht tot. So, der Mann hat also seit Tagen die kaputte Rippe noch im Brustkorb. Ja, der leidet ja aber auch. Der macht doch kein Stück mehr gerade. Ich meine, ich bin der Meinung, er leidet nicht genug, aber. Kann kaum aufstehen, was sollte sonst so tun? Nicht genug. Okay, also 17 Punkte. Ich denke, ich kann liegen bleiben, leider aber wie ein Hund. Ja, du bist ja auch gefesselt, hoffentlich. Ja, ich würde dann meine Hand über diese Wunde bewegen und probiere diese Kugel anzuvisieren und sie herauszuheben. Ganz vorsichtig und langsam. Ja, Motorikus. Wow, ich habe... Warte, nee, da ist die Fingerfertigkeit 18. Ah ja, zu dem. Auf, nicht 12, sondern 18 und dementsprechend... Das sind 4 Punkte über. Ja. Ja, ist aber trotzdem schwierig. Gut, du musst es halt nur gerade hochziehen. Dementsprechend alles andere war weggeschnitten. Dann soll mir das noch reichen. Ich bekomme aber noch eine heilkunde Wundenprobe bitte von dir. Denn du siehst jetzt, wo das Brandbronze, jetzt wo es das Herz verlassen hat, fängt es gerade selber an, wieder kalt zu leuchten und zu glühen und zu brennen. Ein kaltes Brennen. Die Schwestern der Terboniten reichen dir auch eine kalte Schüssel, wo du dann das Projektil reinfallen lassen kannst. Aber du siehst, dass er jetzt gerade blutet wie ein Schwein. Ich würde dann die Hand auf die offene Wunde legen und einen Balsam wirken, und zwar Heilung von Wunden. Lies mein Text. Dieser Bastard! Die Zauberprobe ist um die Doppelanzahl der Wunden erschwert, also eine Wunde geht von aus, eine Brustwunde. Wenn die mit Treffer zurückgeht. Ich dachte, er hat 3 Wunden. Drei Wunden im Herz, ja? Ist da bloß eine Wunde, wenn ich ihn aufschneide, oder? Nee, er hat ja schon 2. Er hatte schon 2 Wunden, das ist jetzt wieder die dritte. Dann sind es halt 3 Wunden, das sind halt eine plus 6. Plus, wenn man die Trefferzone spielen, nochmal der höchste Zuschlag ist die schlimmste Wunde sozusagen. Das Frage: Kann ich Magiekunde würfeln, um zu merken, dass ich mich gerade magisch heilen will? Mm-hmm. Oder bin ich zu weg mit 3 Brustwunden? Ich kann das nicht einschätzen. Also, du hast deine Selbstbeherrschung geschafft? Also, ich werde halt nicht voll da Magie, sein. Gib mir mal eine Magiekunde-Probe. 2 Punkte ist ein bisschen wenig. Ne, 2 Punkte reicht mir nicht. Aber Abelmir ist Spruchzauberer. Moment, ich bin ja auch dabei. Sehe ich das? Dass selbstverständlich. Du wirst das mehr zaubern. Alles klar, dann lege ich Rafim jetzt schlafen. Dieses PvP. Wow. Naja. Ja, ist ja okay. Also hier jetzt die Ohnmachtsvariante. Mhm. Ja, dann wie viel MR hast du? Ja, nicht so viel, weil ich die Armbrust gar nicht denke, weil warum soll ich... Nee, ich meine Abelmir. Ich... Ach, was? Nein, er will mich schlafen legen, nicht ihn. Genau, er ist auch gegen mich, der Bastard. Ach so, ich dachte, du willst Abelmir schlafen lassen. Nein. Hier wird 2 Brustwunden und die verbinden sich. Rafim, ich möchte, dass du dich bis an den Rest deiner Tage daran erinnerst. Ich hätte dich ehrenvoll sterben lassen. Ja, danke. Ja. Ich habe eine 10er im R, aber die wirst du halt eh knacken. Ja, gucken wir mal. Ja, die knacke ich.